Hallo meine lieben Zuseher, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Es ist der 25.05.2018, 11.29 Uhr. Wir machen wieder eine Bitcoin-Analyse, technische Analyse. Und ja, ich habe beim letzten Video eure Kommentare gelesen. Also es hat ja kommentiert, dass ich es ein wenig mehr verständlicher wieder erklären soll, weil wir doch recht viele Anfänger auch auf dem Kanal haben, die das Ganze noch nicht so gut verstehen. Und dem Wunsch gehe ich auch heute nach, also ich werde mich wieder mehr darauf fokussieren, es tut mir leid, ich wusste jetzt nicht, dass wirklich mehrere Leute auch dabei sind, die noch recht neu sind in der TA. Das Problem ist, wir haben eine Telegram-Gruppe und ich schreibe eigentlich den ganzen Tag mit Leuten aus meiner Community und die meisten sind eigentlich auf einem recht guten Niveau. Also da dachte ich mir einfach so, ja, es wäre ein wenig überflüssig, wenn ich mich da zu sehr aufs Erklären stürze, und deswegen habe ich das jetzt nicht so gewusst und werde wieder mehr drauf eingehen, auf alle Fälle. Hat man ja auch so ein Zitat durchgelesen von Albert Einstein, wo er gemeint hat, wenn du es nicht leicht erklären kannst, dann kannst du es selber nicht so gut oder so in die Richtung, auf alle Fälle. Auf alle Fälle hat mich das ziemlich, ja, motiviert, weil er recht hat eigentlich. Und ich schaue ja viel Alessio Rastani, diesen amerikanischen YouTuber, Trader, der auch seit Ewigkeiten tradet, nicht nur Krypto. Und der meint auch immer das Gleiche, man soll es so simpel wie möglich erklären, und ich halte mich jetzt daran. Ja, und kurz vorweg noch, bevor wir jetzt wieder direkt drauf losstarten, ich habe jetzt die letzten Analysen viel mit Elliott Wave gemacht, und da muss ich einfach sagen, es gibt Sachen, die man leicht erklären kann, also man kann Trendlines, Indikatoren und so weiter und so fort, das kann man alles recht simpel erklären, aber wenn es um Elliott Wave geht, dann ist das Ganze einfach ziemlich advanced. Ihr könnt euch mal diese PDF hier anschauen. Ihr müsst nur googeln, elliottwave.pdf, da kommt ihr mal zu dieser Erklärung. Und da könnt ihr euch schon mal anschauen, wie viel Wissen das ungefähr gestaffelt ist. An Grundwissen, nur mal so, was Elliott Wave betrifft. Also das ist einfach mal so das ganze Basic-Wissen, was Elliott Wave betrifft. Das sind 118 Seiten mit kleiner Schrift. Dann habe ich noch dieses Buch hier gelesen. Ich muss gerade in die Kamera schauen. Ups, so. Das Buch ist auch nochmal richtig fett. Das empfehle ich wirklich keinem Anfänger. Also das ist wirklich dieses Buch. Ich habe selber am Anfang, war es ziemlich schwierig, weil, also da wird null auf die Basics eingegangen in diesem Buch. Da wird direkt losgegangen, wird direkt losgestartet mit ABCDE Triangles und WXYZ Korrekturen. Also wenn ihr Anfänger seid, dieses Buch nicht lesen. Wenn ihr Anfänger seid, googelt elliottwave.pdf. Wenn ihr gut Englisch könnt, dann lest euch das durch. Es gibt wenig gute Infos auf Deutsch, glaube ich. Und es gibt auch eine Seite, die heißt Elliott Wave International. Da könnt ihr euch auch anmelden, und ich würde sagen, ja, das reicht erstmal fürs Intro, und wir starten jetzt mit der Bitcoin-Analyse, und ich zeige euch, ja, warum wir gerade ein paar kritische Level erreichen. Wir starten das Ganze jetzt wirklich so basic wie möglich und ich zeige euch zuerst mal, wie ich denn diese Trendline angezogen habe, die ich eben im letzten Video gezeigt habe. Ich gucke mal jetzt gerade, warum hier dieser grüne Strich ist. Ich lösche den gerade noch raus. Wenn ihr Trendlines einzeichnet, dann schaut einfach mal selber ein wenig in die Vergangenheit und schaut einfach mal, ja, wo könnte dann ein Support sein, wo könnte dann Resistance sein. Also das ist ganz wichtig. Wenn ihr zum Beispiel hier seht, dann seht ihr, wir haben hier extrem starken Support. Warum ist das so? Wir haben erstens hier Aufkommen. Ich kann euch das Ganze dann auch noch im Nachschnitt vergrößern, aber ich mache auch einen Pfeil dazu. Wir haben hier Aufkommen, wir haben hier dieses Aufkommen, und wenn wir dann hierher gehen, dann sehen wir auch, okay, dieser Support scheint ziemlich stark zu sein. Das wäre immer das Erste, dass ihr euch Supportpunkte sucht, wo denn starker Support ist. Ich weiß, das hat man jetzt hier nicht so gut gesehen, aber das hier kann man schon als Support interpretieren, weil wir haben hier zwei Double Tops, obwohl es jetzt hier nicht so gut aussieht. Wenn man reinzoomt, sieht man hier zwei Double Tops. Das heißt, hier haben wir gutes Aufkommen, und wenn Resistance durchbrochen ist, das ist auch ganz wichtig, dann wird die zum Support. Das heißt, wir hätten hier mal einen starken Supportpunkt. Hier haben wir auch starken Supportpunkt. Da könnt ihr euch schon mal ein wenig einstellen, wo ihr denn eure Buy-Orders setzt oder wo ihr denn ungefähr ein Gefühl habt, dass der Markt wahrscheinlich hier zum Reverse ansetzen wird. Nur mal ganz basic erklärt. Und wenn ihr dann zum Beispiel so Trendlines zieht, dann seht ihr eigentlich ganz gut, wenn wir von hier unten hochkommen, dass wir hier immer höher werdende Lows sehen, also höhere, niedrige Stellen am Chart sozusagen. Und da kann man dann die Trendlines wirklich sehr, sehr gut ansetzen. Das machen wir jetzt erstmal, damit wir wissen, okay, wo haben wir denn jetzt starken Support momentan. Wenn wir dann die rüberziehen, machen das Ganze jetzt hier so basic wie möglich, dass wir das hier irgendwie sehen. Dann hätten wir hier mal Touches. Sind jetzt hier auf dem anderen Chart. Also normalerweise bin ich immer auf dem BitMEX-Chart. Deswegen habe ich das hier jetzt das erste Mal angezogen auf dem Bitfinex-Chart. Aber für mich wäre das hier schon mal Support. Weil wir hier sehen, wir haben hier einen Touch, hier einen Touch, hier einen Touch. Und jetzt supporten wir logischerweise auch hier. Wir sehen das Ganze gleich am BitMEX-Chart nochmal genauer. Da habe ich die Supportline schon seit Tagen angezogen. Und ihr seht, also ohne dass ich die Supportline verändert habe, sind wir genau auf den Dollar davon weggebounced. Also Supportlines sind mega wichtig. Das heißt, wir haben jetzt hier eine starke Zone,
die wir halten sollten. Warum sollten wir die halten? Weil viele Leute auf diese Supportlines schauen. Viele Leute legen auf diese Supportlines ihre Buy-Orders, weil sie immer warten, dass sie von dieser Zone wegbouncen. Wenn diese Zone bricht, ist es ein sehr bearishes Zeichen, weil dann eben viele Leute eben antizipatieren, dass es weiter nach unten geht und dass sie sich dann auch mal orientieren zum nächsten Support. Und der nächste Support wäre dann wieder bei 6,5K bzw. 6,8K in diesem Bereich. Und das Ganze schauen wir uns jetzt auch auf dem 5-Minuten-Chart an, am Bitmax-Chart. Seht ihr diese Supportline? Diese Supportline habe ich vor Tagen schon eingezeichnet und die Supportline habe ich immer gleich gelassen. Ich habe daran nichts verändert. Wir sind hier einmal ganz kurz darunter gegangen. Also seht das, hier sind wir ganz kurz darunter gegangen. Und heute bin ich eben aufgewacht, um 9 Uhr war das, also Hashtag Student Life. Also ich bin auf alle Fälle aufgewacht und habe mir den Chart angesehen. Und ihr seht das, die Candles oder halt der Bitcoin ist direkt von dieser Linie gebounced. Und dann seht ihr mal, ja, wie wichtig eigentlich solche Supportlines sind und Resistance Lines. Das wäre jetzt mal der erste Punkt, weil ich ja geschrieben habe, ja, Bitcoin erreicht kritische Zonen in den Titel. Wir haben jetzt hier den ersten Punkt, wo wir sehr starken Support haben. Der Support muss auch unbedingt halten. Aber wir haben hier noch mehr Zonen. Wenn wir jetzt auf den Weekly Chart wechseln, was wir hier jetzt machen, sehen wir jetzt hier den Weekly Chart. Ihr müsst dann immer auf TradingView unten auf diesen Reverse-Button klicken, auf diesen Neuladen-Button, damit sich der Chart eben ja schön ausrichtet, wenn ihr von einem Daily-Chart auf einen Weekly-Chart wechselt oder von einem Stunden-Chart auf einen 4-Stunden-Chart. Was wir hier jetzt sehen, wir sehen jetzt hier diese Support-Line, wo wir jetzt eben gerade noch supporten. Und was wir hier auch sehen, ist die 50-Day-Moving-Average. Ich glaube, es ist sogar die 55. Ich klicke mal drauf. Wenn ihr auf die Linie draufklickt, dann seht ihr auch die Inputs. Das heißt, ihr seht, welchen Style ihr habt. Also wenn ihr da jetzt 30 eintippt zum Beispiel, dann ändert sich die auf die 30-Tages-Moving-Average-Linie und die ist schon durchbrochen. Aber für mich ist die 55 am interessantesten und die 50-Day, ich habe das Prinzip 55 drin, aber warum? So, wenn wir das jetzt ein wenig wieder rauslöschen, damit ihr das besser seht, Support, die EMAs, also das sind gleitende Durchschnitte des Preises, diese Linien dienen sowohl als Support als auch als Resistance. Das heißt, diese Linien sozusagen, wenn man es jetzt wirklich ganz banal ausdrückt, die sind extrem wichtig für uns, weil, wir können das Ganze nochmal auf dem Daily Chart anschauen, wenn wir zum Beispiel hier ansehen, hier hatten wir die Linien als Resistance. Das heißt, wir hatten diesen Tag, wo wir nach oben gepusht sind, ihr wisst das glaube ich noch, das war der am 18.05., da waren wir auf 8K, sind dann hoch auf 8,6K, also das war dieser Fake-Out sozusagen. Und da hatten wir jetzt diese Linie, also die 55-Day EMA, als Resistance. Das heißt, wir hatten hier starke Resistance, sind hier nicht durchgekommen. Und das gleiche haben wir jetzt am Weekly-Chart, nur umgekehrt. Wir haben jetzt hier starken Support. Also ihr seht schon, die Wochenkerze, die versucht jetzt stark darunter zu drücken. Und wenn wir darunter gedrückt werden, ist das auch ein sehr schlechtes Zeichen, weil wir dann wahrscheinlich auch die Support-Linie durchbrechen werden. Aber wir supporten noch drüber. Also hier haben wir wirklich eine sehr kritische Zone, extrem kritisch, und wir haben auch noch mehr Faktoren, warum diese Szene, also diese Szene halt, dieses Szenario hier jetzt so extrem kritisch wird für uns, weil wir haben jetzt hier schon mal die 55-Day EMA auf dem Weekly Chart, wir haben eine starke Supportline auf dem Daily Chart und wir haben noch ein paar Punkte, die ich euch jetzt gleich zeigen werde. Das heißt, ihr schaut immer, in Englisch heißt das Points of Confluence, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das auf Deutsch ja, ausdrücken soll, Zusammenhangspunkte. Wenn ihr wirklich auf Analysen schaut oder auf Charts, dann sucht ihr so viele Punkte wie möglich, warum wir hier eben wegbouncen sollten oder warum wir hier durchbrechen sollten, um eure Setups festzulegen, um eure Buys festzulegen und eben ja eure Schritte weiterhin zu planen. Und jetzt machen wir noch was. Jetzt wird vielleicht ein wenig mehr advanced, ein ganz wenig mehr. Wir haben jetzt hier gesehen, hier war ganz eindeutig der Boden von der letzten Wellenstruktur. Das heißt, wir haben jetzt hier diese Wellen nach oben gesehen, das war jetzt ein wenig falsch gezogen. Wir haben jetzt hier diese Wellen nach oben gesehen. Wenn wir dann hier die FIP-Levels anziehen, ich habe schon wieder die Extensions ausgewählt, weil ich mich verklickt habe. Wenn wir hier die Retracements anlegen, dann sehen wir, oh, wir haben hier die 0,786 FIP-Ratio. Das heißt, wir sind hier weggebounced und wir sind jetzt gerade bei dieser Candle. Also am gestrigen Tag haben wir noch supported hier, aber heute haben wir direkt wieder eine rote Candle. Das heißt, das Szenario, keine Ahnung, wie ich das nennen soll, spitzt sich noch mehr zu, weil wir jetzt einen weiteren Support haben. Sprich, wir haben jetzt den 0,786 Support, wir haben den Trendline Support hier und wir haben den Support von der 55-Day EMA auf dem Weekly Chart. Die FIP-Levels sind nichts anderes. Die FIP-Levels dienen sowohl als Support als auch Resistance. Das heißt, wenn wir hier hochgehen, wir zählen hier
1, 2, 3, 4, 5 Wellen hoch. Das heißt, es ist das Ende des Cycles sozusagen. Und dann zieht ihr von ganz unten bis ganz nach oben diese Fib Retracements. Retracements zeigen dann an, wie viel eben diese Welle zurückgeht sozusagen von der Hauptwelle. Hier sind wir 0,236 zurückgegangen, 0,382, 0,5, 0,618, 0,786. Ihr seht hier, 0,236 dient hier als Support an einem Tag. Wir haben hier stark supported, sind darüber gepusht. Am nächsten Tag, ja, fallen wir direkt durch. Hier genau gleich, 0,5. Wir supporten hier, sind darüber gepusht. Am nächsten Tag fallen wir wieder drunter, supporten wieder hier, fallen drunter. Das heißt, diese Areas dienen sowohl als Support und als auch Resistance. Meistens passiert es so, dass wir diese FIP-Levels am supporten. Also wir gehen runter, wir haben das FIP-Level 0,236. Wir finden Support, wir bouncen und wir fallen trotzdem nicht durch. Also das ist ziemlich oft, also ihr dürft euch dann nicht irgendwie zu sicher sein, gerade 0,236 ist ein sehr seltenes Retracement, also 0,236 passiert in 5% der Fällen, würde ich sagen, 0,382, in 10% bis 15%, je nachdem wie bullish der Markt ist, momentan sind wir eher bearish, also orientieren wir uns eher in diese Richtung hier unten. Ich muss sogar sagen, in letzter Zeit, auch bei den Subwaves, haben wir am meisten 0,786 Retracements und ja, das heißt, wir haben jetzt hier noch einen Punkt auf Confluence. Wir haben jetzt hier diese Candle geformt und Candlestick-Analysen solltet ihr auch immer machen. Candlestick-Analysen sind sehr mächtig und Candlestick-Analysen zeigen euch an, ob das Momentum ungefähr umschwingt. Das hier ist jetzt eine Art Doji, würde ich nicht sagen, weil der Körper hier zu dick ist, sondern eine Art Bullish Spinning Top. Und wenn ihr Candlesticks eben mehr erfahren wollt, dann googelt am besten Reverse Candlestick Patterns oder schaut euch die ganzen Pattern an, weil... Also das würde jetzt ein wenig den Rahmen sprengen, diese ganzen Candlesticks zu erklären. Auf alle Fälle wäre das mal ein Zeichen für einen Trendumkehr, weil wir hier die Bären gesehen haben, die uns versucht haben, weiter runter zu pushen. Haben es aber nicht geschafft und wäre ein Zeichen für eine Trendumkehr, aber die Candle am nächsten Tag, also heute, sieht wieder extrem schlecht aus. Also gehe ich jetzt nicht mehr so auf diese Candle ein. Ja, was ich noch zeigen wollte. Also gestern hat er ein Video gemacht, Dr. Hamed Eshnarashi, ich weiß den Namen nicht genau auszusprechen. Also er hat ein Video gemacht über Divergenzen und ich muss sagen, also er hat teilweise da auch recht mit den Divergenzen, weil die Divergenzen sind wirklich oft überbewertet. Aber ich denke mir, viele Leute wissen gar nicht, was Divergenzen sind, also Divergence auf Englisch. Divergenzen können wir hier am RSI sehen zum Beispiel. Wenn wir am RSI sehen, dass wir hier ein höheres, auf dem Chart formen wir ein höheres High, das sieht man glaube ich ganz eindeutig. Wir können uns hier die horizontale Linie anziehen. Wir haben hier ein High und wir haben hier ein High. Und wenn wir uns am RSI das anschauen, dann haben wir hier dieses High. Und hier, wenn wir hier rüber gehen, wir haben am Chart ein höheres Hoch, aber am RSI ein niedriges Hoch. Das ist ein bearisches Zeichen, das heißt Divergence, Divergenz und das wäre ein Zeichen, ja, dass es eben nach unten geht sozusagen, wenn man es so interpretieren will. Auf alle Fälle spricht man dann von Bearish Divergence und das war auch das, was er im Video angesprochen hat. Und das gleiche hätten wir jetzt auch im 4-Stunden-Chart nur im Bullish gesehen. Weil im 4-Stunden-Chart haben wir es jetzt genau umgekehrt. Wir haben jetzt hier, wenn wir diesen Chart öffnen, hier haben wir ganz kleine Divergence. Wir sehen hier, der RSI, also der Chart geht nach unten, geht nach unten, geht nach unten. Und wir sehen hier, der RSI, wenn ihr jetzt unten auf den RSI nur schaut, dann sind wir hier beim RSI ganz unten. Ich weiß nicht, ob ich das hier jetzt noch... Hier. Ja, ich lasse es euch jetzt so. Also ihr seht es, glaube ich, ich werde es dann größer machen. Der RSI ist auf alle Fälle hier ganz unten und wir formen hier am Chart dann, wenn ihr auch hier schaut, zum Beispiel hier haben wir den RSI in diesem Bereich, und wir formen am Chart dann hier noch ein tieferes Tief, aber sind beim RSI trotzdem höher. Also es ist ganz kleine Divergence, aber das wäre hier am 4-Stunden-Chart mal eine Bullish Divergence. Generell haben wir hier auch einen MACD-Crossover, der sich vorbereitet. MACD könnt ihr euch auch mal anschauen. MACD ist ein sehr bullisches, ja... Signal, also Indikator sozusagen zu bezeichnen. Auf MACD gehe ich jetzt nicht direkt ein. Was wir noch sagen können, RSI nähert sich der Oversold-Stufe am Daily Chart und ihr wisst, ich habe das schon oft gesagt, historisch gesehen bleibt der Bitcoin selten überverkauft. Müsst euch denken, wenn der RSI in diesem Bereich hier oben ist, über, sagen wir mal, über 70 bis 80 oder auch in dem Bereich 60, oh, aufwärts, jetzt im Bärenmarkt sprechen wir von einem überkauften RSI, mit der RSI ganz unten ist, sprechen wir von einem überverkauften RSI. Und wenn ihr euch das historisch anschaut, wie selten wir eigentlich so einen richtig überverkauften RSI lange gehalten haben, dann spricht das auch ein wenig für Hoffnung. Hier überverkauft, bounced. Hier überverkauft, nein, hier nicht überverkauft.
Ich meine, das war jetzt im Bullmarkt dann, das war ziemlich schwer, da einen überverkauften Bereich zu finden. Hier vielleicht und dann Bounce. Aber wir hatten auch 2014 eine Phase, also in dieser Eiszeit, wo wir extrem lange überverkauft waren ohne Bounce. Und ja, ich denke, das reicht jetzt erstmal für das Update. Ihr habt gesehen, wir haben ein sehr kritisches Level erreicht, was den Bitcoin betrifft. Video dauert heute mir nicht länger, weil ich mehr erklärt habe. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie euch das gefällt und so weiter und so fort. Wie gesagt, sollte jetzt halten, wenn wir jetzt wirklich diese 7400 bis 7200 auch durchbrechen, wäre es wieder sehr bearish und wir orientieren uns wieder Richtung 6,5K. Und ja, ich würde sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Technical Crypto.